Ja, am neuen Standort hier in Bamberghaven arbeiten 45 Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen Werkstatt, Gebrauchtmaschinen, Landtechnikvertrieb und Dispositionabwicklung. Wir sind am gleichen Standort um 300 Meter umgezogen und haben dort neu gebaut. Und mit der neuen Investition direkt am Bamberger Autobahnkreuz haben wir versucht, in einigen Bereichen komplett neue Wege zu gehen. Wie zum Beispiel, dass wir grundsätzlich sonntags geöffnet haben. Und diese Sonntagsöffnung kommt bei unseren Kunden sehr gut an. Wir haben mittlerweile so um die 70 Besucher jeden Sonntag und das, obwohl es keine Beratung und keinen Verkauf gibt.